Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal draußen im Stream. Wir Piraten stehen für eine nachhaltige Politik, für ökologische, ökonomische und soziale Erneuerung, für verantwortungsvollen und generationengerechten Umgang mit den zum allgemeinen Wohlergehen notwendigen Ressourcen und deren Schutz. Immer deutlicher wird, dass durch die menschlichen Aktivitäten bedingte Klimaveränderungen konsequente Maßnahmen auf allen Handlungsebenen erfordern. Viel konsequenter als das, was die Landesregierung bisher geleistet hat. Diese Leistungen werden nämlich durch andere Maßnahmen mehr als aufgehoben. Dafür stehen die neuen Kohlekraftwerke, der fortgesetzte Braunkohletagebau. Mit viel lokalpatriotischem Stolz wird immer wieder hervorgehoben, dass Nordrhein-Westfalen 22% des deutschen Bruttoinlandsprodukts oder 4,5% des europäischen BIPs EU27 leistet, dass Nordrhein-Westfalen alleine mehr leistet als ganze Staaten wie Belgien, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, die Schweiz. Gleichzeitig ist Nordrhein-Westfalen aber auch führend beim Ausstoß von Klimagasen, besonders Kohlendioxid. Und das ist nicht primär der Preis für die starke Wirtschaftsleistung, sondern der Preis für die bisherigen Versäumnisse und das künstliche Amlebenhalten fossiler Dinosaurier. Weil Nordrhein-Westfalen im Klimaschutz der Träger der roten Achterlaterne ist, ist der Klimagasausstoß auch noch unverhältnismäßig hoch. Den Grund kann man schon im Koalitionsvertrag finden, wo die Chance der Energiewende für Nordrhein-Westfalen und damit Klimaschutz unstrukturiert eingegangen werden. Wir dagegen wollen einen konsequenten Klimaschutz. Wir wollen einen schnellen, entschlossenen, ambitionierten und radikalen Umbau der Energieerzeugungsstruktur. Umso wichtiger, wo die bisher bekannten Aussagen dazu im Berliner Koalitionsvertrag Fassungslosigkeit hinterlassen. Eine konsequente Energiewende, ein konsequenter Klimaschutz werden nicht nur die Wirtschaftsleistung hier im Lande auf eine verträgliche Weise erhalten, sie werden sie sogar verbessern und zu mehr Arbeitsplätzen und einer noch höheren Leistung beitragen. Mehr Arbeitsplätze, als die sterbenden Dinosaurier jetzt abbauen. Lokale Wertschöpfung statt Oligopolen. Und als großer Player im globalen Vergleich trügen wir auch mehr zu einem globalen Klimaschutz bei, als man unmittelbar vermuten möchte. Durch das gute Beispiel Best Practice, Export von Technologie und Wissen, könnte in anderen Ländern ebenfalls mehr erreicht werden. Wir können im Guten mehr beeinflussen als nur Nordrhein-Westfalen selbst. Aber dazu ist eine Kursänderung in Nordrhein-Westfalen nötig. Das Klimaschutzgesetz ist unzureichend. Der Braunkohleabbau und Neubau oder Inbetriebnahme von Kohlekraftwerken müssen gestoppt werden. Und die Subventionen in diesen Bereichen müssen aufhören. Wir sind ja schon so weit, dass wir uns vor den Folgen des Klimawandels schützen müssen, der noch nicht mal richtig angefangen hat. Deshalb stimmen wir auch den Anträgen der CDU zu deutlich mehr Finanzmitteln für den Hochwasserschutz zu. Wir hoffen dabei allerdings, dass nicht die übliche Fantasielosigkeit dabei herrschen wird, einfach enge Flussbetten höher einzudeichen, sondern dass man da auch die Belange des Naturschutzes mit berücksichtigt. Man kann da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und wer so wenig Klimaschutz betreibt wie diese Landesregierung, der muss dann eben auch für die Schäden Vorsorge treffen. Schäden, die man anders besser und billiger vermeiden oder minimieren kann. Aus Berlin und Brüssel ist weiterhin nichts Gutes zu erwarten. Die Zeit läuft uns weg und Sie können so nicht weitermachen. Sie gefährden Klima, Umwelt, Wirtschaft und die gesamte Zukunft. Und wir erwarten spätestens für den nächsten Haushalt eine deutliche Positionierung der Regierung pro Klimaschutz und Energiewende und entsprechende Maßnahmen. Und wir hoffen, dass die Ausarbeitung des Klimaschutzplans dazu auch beitragen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Remmel das Wort.